Ja, hallo und herzlich willkommen wieder hier. Ein kleines Video von mir. Heute ist wieder Mavic Time und ich war am Sommer hier mal gewesen, habe dann ein kleines Filmchen gemacht und es hat sich jetzt krass hier die Landschaft verändert. Ja, ich bin hier wieder mit meiner Sonnenblende am Start. Ihr könnt ja wirklich sehen hier, ich habe wirklich hier ein wunderschönes dunkles Bild hier drin, kann alles prima erkennen hier und möchte wirklich schnell nochmal hier drauf hinweisen. Ja. Mein Mavic Mini hier ist hier unten und ja, ich bin letztens krass abgestürzt und nee, krass bin ich nicht abgestürzt. Da flog man am Hang rein, aber jetzt hat er ein bisschen gemeckert am Anfang, Gimbal blockiert irgendwas, aber ich hoffe, es funktioniert und wir werden es einfach mal losfliegen und dann habe ich noch was Cooles mitgebracht, das werde ich euch dann nochmal zeigen. Bin wieder mit der Mavic geflogen, wie gesagt, keine Probleme im Wind, es war wirklich heute sehr windig, keine Störung, also wirklich top. Jetzt lag es wirklich daran, irgendwie an dem älteren Material, an den älteren Motoren, und bin wirklich zufrieden und glücklich. Und jetzt zeige ich euch noch was Cooles, bleibt dran, seid gespannt. Ja, es kommt vielleicht vor, dass man nicht so viel Gepäck mitnehmen will und wie gesagt, hier werden wir uns den Kasten angucken, der ist ja ganz schön groß und obwohl die Drohne ja wirklich klein ist und klein und fein ist, das liebe ich ja an der Mavic Mini unheimlich, dass es so klein und kompakt ist und jetzt habe ich wie gesagt die Mavic Mini 2 schon gesehen, die hat einen ganz anderen Controller, der natürlich Vorteile hat, vielleicht ist die Batterie leistungsstärker und hält länger zum Beispiel, das kann ein Vorteil sein, aber es ist auch größer geworden und ja, alles leid ist immer den Kasten mitzunehmen, den Mavic Mini Kasten, habe ich mal im Internet geschaut und habe hier so eine Tasche mal geguckt, so einen Köcher, den man sich quasi an der Seite an den Gürtel ranklippen kann und jetzt werden wir einfach schauen, ob komplett der Mini Mavic mit der Fernbedienung da reinpasst. So, jetzt packen wir mal die ganze Sache aus, hier das Täschlein. Eine Tüte, Karabinerhaken, den ich am Gürtel einklemmen kann. Ja, hier schön und Folie verpackt. Habe ich diese coole Tasche, fühlt sich sehr geschmeidig und edel an. Ja, hier kann ich dann die Gürtelschlaufen reinmachen, hier, wie wir hier sehen. Und ja, hier samtig ausgekleidet, hier nochmal ein Trennfach. Ja, da mal einfach mal ausprobieren, ob alles reinpasst. Den Mavic Mini müssen wir jetzt schön zusammenklappen. Und ich denke mal, hier macht es wirklich Sinn, dass man halt die Propellerhalter, die Folie, den hier oben drauf, Silikonpropellerhalter, nicht verrutschen. Ich hoffe, ihr habt den anderen auch mit. Ja, und hier unten auch nochmal. Seht, wie die locker drauf sind und ratzfatz sind sie hier, haben sie sich verstellt. Hier und den Gimbalschutz natürlich nicht vergessen. Mal ein bisschen Gefummel hier. Natürlich erst den Schutz drauf machen und dann den
Silikon Propellerschutz drauf machen. Ja, und hier schwupps, die Drohne ist der Propellerschutz abgegangen. Boah. Immer drauf achten, das so rum. So hören wir reinstecken. Dann auf der anderen Seite dann die Fernbedienung rein. Wir müssen natürlich die Knüppel hier abmachen. Zack, zack, zack. Und hier reingesteckt. Zack. Zugemacht. Das Ganze hier auf Reißverschluss verschlossen. Und ja, klein, kompakt. Ihr habt sogar noch Platz, einen Reserveakku noch reinzupacken hier. Ja, geht auch noch spielend rein. Durch das Kabel nicht vergessen, Verbindungskabel. Ja, und habt hier die ganze Sache bequem irgendwo dran, am Fahrrad, sonst wo. Hier ist ein Karabinerhaken. Karabinerhaken dran. Kann man die irgendwo dann aus einhängen. Vom Material her finde ich es ein bisschen, ja, sehr empfindlich. Ich habe hier schon mal kleine Dreckflecken dran gemacht. Könnte ein bisschen nicht so empfindlicher sein, aber hier eine gute Alternative, statt dass er immer hier das Dings mitschleppt, hier diesen Kasten hier, könnt ihr die Drohne bequem irgendwo hier am Gürtel ranmachen, ans Fahrrad irgendwie ranmachen. Ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und habt, wie gesagt, noch Reserveakku, geht spielend mit rein, habt ihr gerade gesehen. Und ja, cooles Teil. Und ja, hier müsste man gucken mit den Nähten. Das zieht schon irgendwie dran. Vielleicht sollte ich schon mehr hier irgendwie festmachen. Hier am Gürtelclip, dass er euch nicht irgendwie verloren geht. Aber wenn er klettert oder irgendwas macht, habt ihr die Drohne hier ganz kompakt immer in diesem Kästchen mit dabei. Wie gesagt, tolles Teil. Wie gesagt, Nachteil ist es sehr schmutzempfindlich. Wie gesagt, ist mir jetzt gerade hier umgefallen. Ich habe schon die ersten Flecken dran. Aber sonst kann ich es nicht meckern. Coole Sache. Und kompakt hier drin. Prima, was wollen wir mehr? Mavic Mini eben klein und fein. Den kann man mitnehmen. Klasse Teil. Ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und ihr sagt, oh, cooles Teil hier. Vielleicht gibt es ja auch noch ein anderes Material, schwarz oder so. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Dann ja, weiß man blöd. Dann sieht man den ganzen Dreck hier. Ich probiere es mal zu Hause, ob ich es noch sauber kriege. Aber cooles Teil, cooles Tool hier für unseren Mavic Mini.